Hallo und herzlich willkommen zur 9. Ausgabe von Beim Brendel. Tja, während andere immer noch in der Sommerpause sind, drehen wir nochmal richtig auf. Und heute freue ich mich sehr auf einen ganz tollen Gast, mit dem ich auch so ein bisschen in DDR-TV-Nostalgie schwelgen werde. Hallo und herzlich willkommen, Marc Neblung, Moderator, Schauspieler und Produzent. Schön, dass du der Einladung gefolgt bist und dass ich dich hier beim Brendel begrüßen darf. Grüß dich, lieber Frank. Also ich bin gespannt, was das wird bei uns, wenn wir über DDR-TV sprechen, weil ich bin ja noch auch nicht so alt, aber ein paar Sachen habe ich mitbekommen. Wir sind ja fast so ein Baujahr. Du sagst den schönen Satz, wer andere zum Lächeln bringt, der beschenkt sich selbst. Finde ich eine ganz, ganz tolle Lebenseinstellung. Wir kommen gleich dazu, wie es da überhaupt kam und wie du es auch so transportierst. Du bist 1977 in Nordhausen geboren, also im schönen Harz, und behütet aufgewachsen. Durch deine Mama bist du so ein bisschen die Selbstkünstlerin und Sänger aufgetreten ist, so ein bisschen mit dem Ganzen in Berührung gekommen ist. Wir haben gerade parallel auch ein paar Bilder dazu gesehen und deswegen wurde dir, glaube ich, auch so ein bisschen diese Eigenschaft auch in die Wiege gelegt und du hast da sehr schön, wenn man sagen kann, ein bisschen Blut geleckt auch. Obwohl du ja eigentlich, man kann sagen, du bist eigentlich Polizist. Du hast mit der Polizistenlaufbahn nämlich begonnen. Ja, man kann ja immer auch mal abbiegen im Leben, das ist schon so. Meine Mama, die liebe Inge, wenn du jetzt zuschaust, hab dich ganz so lieb. Ihr viel zu verdanken, ist damals in der Tat, hat ein Modegeschäft, ein großes Modehaus, ein Bekleidungshaus hieß das ja bei uns im Osten. Sie ist ja auch Kaufhalle, nicht Supermarkt, ja, also genau. Man hat das Kind beim Namen. Man hat das Kind beim Namen genannt. Sie war oft unterwegs auf Modenschauen bei verschiedenen Betriebsfesten und hat dort Mode präsentiert und hat irgendwann, da war ich glaube ich knapp 3 Jahre, gesagt, du kommst jetzt einfach mit, weil ich glaube an dem Abend war auch keine Betreuung da. Gab's ja nicht. Ja. Fatih war, glaube ich, unterwegs. Der war bei der Berufsfeuerwehr und ich wäre alleine gewesen. Da war meine Schwester noch nicht am Start. Die kam dann erst. Und dann hat sie mich direkt mitgenommen. Hat mir Kindermode gegeben, Schlafanzug, und hat mir richtig gezeigt, wenn du da in der Ecke stehst und die Zuschauer gucken, dann kannst du auch mal so gähnen oder drehst dir mal die Haare ein. Und hat mir richtig gezeigt, wie ich diese Szene dort bei der Mondschau spielen soll. Und zum Schluss hat sie mich dort mit einem Körbchen und ein paar Rosen durchlaufen lassen. Und die Damen, die werktätigen Damen, haben sich die Blumen genommen und haben sich riesig gefreut. Und das war so der erste Moment, wo ich gemerkt habe, das macht Spaß, das macht Spaß. Ja, die erste Komparsentätigkeit in jungen Jahren, kann man so sagen. Ne? Ging aber weiter in der Schule auch. Bei uns hieß das damals künstlerisch, also Fest des künstlerischen Wortes. Es gab ja viele, es gab ja der Goldene Rathausmann, das war Sängerwettbewerbe. Es gab ja zu Ostzeiten, da waren sie gut hinterher, Kultur. Ja, wurde auch sehr gefördert. Richtig, und in Schulen konntest du dich bewerben. Beim Kreis- oder Bezirksfest, wenn du dann aufgestiegen bist oder gewonnen hast, des künstlerischen Wortes, da hat man Gedichte rezitiert. Das war damals schon so eine Geschichte, so 12, 20, 30 Strophen auswendig, aber nicht nur aufzuzählen, sondern auch zu spielen. Okay. Und da war ich gerade in der 5. Klasse, 4., 5. Klasse und hat irre Spaß gemacht. Und die Naturwissenschaften, die hatten es nicht ganz so mit mir. Ja. Es blieb wirklich beim Unterhalten, beim Sprechen und beim Präsentieren und beim Rezitieren. Und ist ganz gut, weil heute kann ich Gott sei Dank halbwegs davon leben. War das dann auch so bei dir, dass man dann gesagt hat im Elternhaus, Mensch Marc, lern doch erstmal was Vernünftiges. Ja. Da hast du was fürs Leben, Schauspielerei, Moderation, weiß man nicht, ob man davon leben kann. Und wie gesagt, wir sind ja quasi ein Jahrgang, da war ja auch gerade so in der DDR-Zeit der Umbruch so ein bisschen. War das mit so einer Entscheidung, warum du dann erstmal gesagt hast, ich mache jetzt mal eine ganz klassische Polizei- oder Polizistenlaufbahn und hast mit der Ausbildung begonnen? Ja, in der Tat war das so, dass ich
sich die Schulnoten schlagartig verbessert haben, ab der 6., 7. Klasse, wo ich wusste, irgendwas würdest du gern machen wollen. Ja. Damals, ich war ein großer Schimanski-Fan, Polizei lag mir auch. Also ich fand, wenn du diesen Gerechtigkeitssinn hast und sagst, Mensch, das darf nicht sein, ungerecht und also diese soziale Ader ist ja heute noch so ein bisschen da. Ja. Habe ich gesagt, okay, dann haben wir es einfach probiert, Aufnahmetest, und es hat funktioniert. Und dann gab es diesen Ausbildungsplatz im schönen Bayern, damals noch, weil wir die Ausbildungskapazitäten noch nicht hatten. Ich muss dazu sagen, wenn ich in Bayern geblieben wäre, ja, wäre ich vielleicht heute noch dabei. Also ohne jetzt da tiefer drauf einzugehen, ja, aber Polizei wird dort anders gelebt. Es ist ein ganz anderes Status in der Gesellschaft. Auch heute noch, wenn ich dort bin. Auch der Respekt, was Respekt, das Auftreten, ja, ist eine ganz andere Geschichte. Es hat sich dann hier in Thüringen anders entwickelt. Ich habe viel gesehen, viel erlebt. Ja. Bereits als junger Mensch mit 1, 2, 23 Jahren, wenn du da in Haushalte reinkommst, Thema Gewalt in Familien, Drogenmissbrauch, das sind harte Themen, die aber sich in allen Schichten abspielen. Also sowohl im niederen sozialen Milieu, als auch, ich spreche jetzt bewusst Alkohol und Gewalt an, in betuchteren Häusern. Ja. Und das war ein Riesenvorteil, den ich bis heute noch mitgenommen habe, keine Standesdünke zu haben. Es ist mir also egal, mit wem ich vor der Kamera beim Fernsehen zu, ja, tun habe, Statussymbole oder eine finanzielle Besserstellung machen auf mich keinen Eindruck. Also war das auch so eine Schule quasi fürs Leben, die dich da geprägt hat? Muss ich jedem dazu sagen, bin ich dem Beruf sehr, sehr dankbar. Die soziale Schule, also der soziale EQ, Aspekt, sagt man ja dazu, wird gefördert. Was du da siehst und lebst, das kannst du nicht in 10 Jahren über Romane lesen. Und man darf auch den psychischen Effekt nicht, du bist ja auch da teilweise Psychologe, wenn du da auch in eine brenzliche Situation, du weißt ja morgens nicht, was dich da als Polizist erwartet. Das kann ja in Sekunden sich das Leben dann auch verändern. Ja. Wie würdest du sagen, hast du das auch viel mit nach Hause genommen? Konntest du dann abschalten? Weil da erlebt man ja, wie du das beschrieben hast, schon einige Sachen. Wie geht man damit um, dann auch als Privatmensch? Ja, ich bin eigentlich ein Mensch, heute auch noch. Früher hat man oft gesagt, Mensch, halt doch jetzt mal die Klappe. Also ich mache mir eher Luft und spreche, ja, und habe auch wenig Probleme, nahestehenden Freunden, Kumpels zu sagen, das und das stört mich, das und das ärgert mich. Und darüber baust du es am besten ab. Mhm. Ich war Gott sei Dank nicht der Mensch, der das in sich hineinfrisst. Und muss dazu sagen, ich war relativ jung. Das ist auch noch mal ein anderer Aspekt. Also Anfang 20, Mitte 20. Man ist da vielleicht noch anders unterwegs, als wenn man dann selbst Kinder hat, Familie hat. Das war damals noch nicht an dem. Da habe ich das alles ein bisschen entspannter gesehen. Ja. Aber auch gerade im Verkehrsbereich, das war nie meins. Also okay. Unfalltote oder solche Geschichten. Oder auch gerade K, auch wenn ich als Schauspieler sowas gerne spiele und gespielt habe, gerade Kripo, Hauptkommissar, das ist toll, tolles, ja, Arbeiten. Aber die Realität, die sieht dann doch schon anders aus. Und da auch noch mal, wo sind wir? Da sind wir. Ein dickes Lob und Chapeau an alle Kollegen, die draußen Dienst tun und dafür sorgen, dass wir doch sicher unterwegs sind. War das dann eine harte Entscheidung für dich, so eine Beamtenlaufbahn, trotz aller Risiken und Gefahren, die ja der Polizistenberuf mit sich bringt, aufzugeben? Oder war dann irgendwann so ein Schlüsselerlebnis für dich, wo du gesagt hast, ich mache jetzt einen Cut und möchte noch mal in meinem Leben ganz anders abbiegen? In der Tat war das nicht so. Erstmal war ich ja noch nicht fertig. Also ich hatte das Alter noch nicht für eine richtige Verbeamtung. Ja. War noch relativ jung. Und es gab den Moment, ich bin in einer kleinen Ortschaft Streife gefahren. Da war ich 23, 24 und dann guckst du abends hoch zum Himmel, da stand der helle Mond, es war glaube ich 2, 3 Uhr. Der Kollege neben mir, der machte das schon viele Jahre, es war nichts los. Ja. Man wartete auf Dinge, die da kommen, die aber die ganze Nacht nicht mehr kamen. Und dann stellst du dir so die Frage, ja okay, ist es das jetzt? Also du kannst jetzt natürlich noch weitermachen, du kannst gucken, dass aus dem 2, 3 grünen Sternen noch einer dazukommt und kannst, ja, das wunderbar, das ist ja auch so bei Beamten, man ist ja ein funktionierender, im funktionierenden Räderwerk des Verwaltungssystems und da gibt es Leute, die sagen, ist kein Problem, ich mache das, was mir gesagt wird und das mache ich
bis zur Rente, das ist wichtig. Gibt zunehmend immer mehr Kollegen, die ich kenne, die teilweise unzufrieden sind. Das hängt teilweise mit der Führung zusammen, auch wie das Land hinter Polizisten steht. Die Bedingungen haben sich auch ein bisschen verändert. Die Gesellschaft hat sich verändert. Das ist heute sagen, also in den 90er Jahren war das schon noch eine andere Geschichte, wie auch ein Innenministerium hinter den Beamten steht, als heute. Heute muss sich ja ein Polizist fast selber privat absichern, obwohl er eigentlich ein Dienstherrn ist. Das ist der Staat. Ja. Und da muss ich sagen, gibt es viele Kollegen, die sich heute in Hobbys, in Sport, auch in Urlaub flüchten und ohne jetzt zu tief reinzugehen, aber wir wissen, bei Beamten, gerade auch bei Polizeibeamten, sind die Krankenzahlen hoch. Ja, Burnout ist ein Riesenthema. Burnout, und das spricht eine eigene Sprache. Ja, absolut. Ja, also ich finde auch, der muss an Seiten von der Politik ist da auch gefordert. Viel oft auch Unterbesetzung, was das angeht, die Bedingungen. Und es gibt teilweise richtige Nachwuchssorgen. Mhm. Sogar war das bei mir damals schon, die Polizei hat bei mir damals aktiv in der Klasse auch für den Beruf beworben gehabt. Mhm. Das war auch sehr interessant zu sehen. Also von wegen privatversichert und Verbeamtung, das waren eigentlich so Gutes, wo auch nicht mehr so viel gezählt haben. Ganz interessant auch. Es waren aber bei mir auch nie diese Punkte. Und die sollten es auch, egal welchen Beruf man ergreift, gar nicht sein. Also natürlich ist das Monetäre wichtig. Ja. Ich hatte ältere Kollegen, die hatten vorher schon einen handwerklichen Beruf, als sie zur Polizei gekommen sind. Die wissen, wie Arbeit ist. Die haben natürlich gesagt, das ist toll. Ja. Also ich werde hier, habe einen sicheren Job mein Leben lang. Ob ich da bin oder nicht, ob ich krank bin oder nicht, das sind sicherlich soziale Anreize. Aber man sollte einen Beruf immer dann ergreifen, wenn man sagt, ich liebe ihn, ich mache ihn gern. Ist auch eine Berufung. Und das war irgendwann der Punkt zu sagen, das, was ich heute mache, also im Kommunizierenden, im Moderierenden, Menschen mitzunehmen, Menschen zu unterhalten, ob als auch als Referent, also auch im Kommunikationstraining, da bin ich auch unterwegs. Ich wollte sagen, du hast ja wahnsinnig viel gemacht, du hast dann Sprecherziehung genossen, Schauspielmoderationscoaching gemacht, Kommunikationstraining, das sind ja lauter diese ganzen Sachen. Du machst heute unglaublich viel für den MDR, die Leute vor allem in Mitteldeutschland, regional werden dich kennen, du machst Thüringen-Journal, bist dort als Wettermann, vor allem, was ich ganz cool finde, ihr seid nicht von der Greenbox, also wo einfach nur eingeblendet wird im Studio, ihr seid live vor Ort und du bist bestimmt auch schon tausendmal nass geworden oder von Schnee überrascht worden. Ich glaube, das Tolle an deinem Beruf ist auch, wirst du mir bestimmt bestätigen, dass auch jeden Tag du eine andere Geschichte erzählst und du ganz unterschiedliche Menschen auch kennenlernst, die du ohne diesen Beruf, glaube ich, nie kennenlernen würdest. Jetzt hast du es mir, lieber Frank, fast aus dem Mund genommen. Eine wunderbare Moderation. Sie hatte jetzt wirklich, dem ist fast nichts hinzuzufügen. Okay. Ja, das ist richtig. Das ist unbezahlbar. Das, was ich manchmal in einer Woche erlebe, habe ich, glaube ich, erzählt, dafür brauchen andere Jahre. Ja. Du begegnest tollen Menschen, zumeist gerade, wenn wir als Wetterteam irgendwo hinkommen, freuen sich die Menschen auf uns, das ist toll. Weil wir draußen sind, weil wir eine Burg, eine Festung, einen tollen Ausflugsort, ein tolles Skigebiet, einen tollen See, der jetzt Stand-up, SUP ist ja auch so ein Unwort. Ja, genau. Stand-up-Paddle oder Ruderboote oder egal was hat und da ein bisschen subkutan werben, dass die Leute sagen, Mensch, cool. Und das ist eigentlich, glaube ich, das Tolle, dass du lebst hier in diesem Bundesland und es gibt Dinge, die bei dir um die Ecke passieren, das wusstest du gar nicht. Und das zu erzählen, das mitzuteilen und dann, dass die Leute sich ein bisschen wiederfinden. Ja, das ist also gerade auch in den Regionen. Ja. Wir haben bei uns natürlich die Perlenkette, das ist Erfurt, Weimar, Jena, Eisenach. Und da gibt es aber auch noch Gera und da gibt es auch Altenburg, da gibt es Schleiz. Wir haben also auch unterrepräsentierte Gegenden. Ja. Nordhausen, wo ich herkomme, der Harz, wunderschön. Ja. In Thüringen redet man immer vom Thüringer Wald. Der Südharz ist aber mein Favorite, wenn du mich so fragst, weil da scheint immer die Sonne. Ich hatte mal eine Beziehung in Neustadt bei euch. Nein, neben Nordhausen. Das ist bei mir im Nachbardorf. Die haben so ein ganz tolles Waldfreibad, kann ich mich noch erinnern. Das war wunderschön. Ich fand es da sehr toll. Neustadt ist ein Ort, da könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, sogar war Luftkurort, glaube ich. Ist Luftkurort. Korrigier mich, ne? Genau, war. Mit einer Burg oben auf dem Berg, toll. Die Burgruine Hohenstein. Da zum Brocken nicht weit. Richtig. Da habe ich laufen gelernt mit meinem Vater, Skifahren. Tolle Ecke. Mhm. Und deswegen, man muss gar nicht immer so weit fahren. Thüringen hat lokale Stärken. Ja. Und gerade der Harz ist so ein bisschen unterrepräsentiert. Da gibt es tolle Ecken. Und wenn du dorthin kommst in kleine Wirtschaften und die sagen, wir haben jetzt gerade mal Mittag Schluss. Ja. Und du fragst, habt ihr noch irgendwas Kleines? Und die machen dir so ein Butterbrot mit einer heißen Brühe. Dann ist es genau das. Die haben Service und Dienstleistung verstanden. Ja. Also wenn man das so macht, weil ich dir heute in der Sendung davon erzähle. Ja. Also das ist einfach genau das, dass es mit kleinen Dingen, sei es eine Scheibe Knackwurst, ein Kantenbrot dazu,
ist viel getan. Und ich werbe auch dafür, dass der Harz auch touristisch, gerade der Harzer Naturpark, also Südharz, dass das weitergeht, da weiter erschlossen wird. Unbedingt. Also ich hoffe, wir haben jetzt nochmal hier positiv die Werbetrommel auch dafür gerührt. Auf jeden Fall mal besuchen und wie du sagst, komisch, man war schon am Ende der Welt, aber kennt manche Ecken in Deutschland dich. Das finde ich ganz merkwürdig. Ja. Du bist ja jetzt schon wirklich ein alter Medienprofi und Hase und bist ja auch sehr sensibel und du strahlst auf mich auch so eine Empathie aus. Wie findest du in letzten Zeiten das Verhältnis auch der Bevölkerung Medien gegenüber? Hat sich das irgendwie verändert? Auch jetzt, du bist ja da Reporter, du magst Auto, du magst Reportagen. Auch was den Respekt so ein bisschen vor dem Fernsehen angeht? Oder hast du auch schon mal teilweise gemerkt, was da auch so ein bisschen kam, Lügenpresse, irgendwie einseitige Berichterstattung. Hast du da irgendwie auch schon ein bisschen Berührungen mit gehabt? Ist mir persönlich jetzt so noch nicht passiert, aber ja. Ich habe natürlich viele Menschen, die mich draußen ansprechen. Also ich trage meine Jacke auch mit dem Logo, bin unterwegs, bin draußen und ich finde es wichtig, dass wir als Medien auch den Menschen aufs Maul schauen, zuhören, was denkt die Basis, was ist da los. Ja. Und da kommen auch Leute zu mir, die sagen, also das könnt ihr nicht so, das müsst ihr auch mal so, das müsst ihr mal so berichten. Gerade jetzt die letzte Zeit, wenn wir in Kliniken unterwegs waren, zur aktuellen Corona-Politik, zur Problematik. Ja. Ich wollte wissen, was da los ist. Ja. Ich habe auch eine Klinik 4-mal besucht innerhalb eines Jahres und bin dorthin und habe mir zeigen lassen, wie ist die Realsituation, wie sieht es auf den Intensivstationen aus. Und ich glaube, das ist das Wichtigste oder das ist natürlich ein Mittel, womit wir zeigen können, das ist glaubhaft, das ist authentisch. Ich habe den O-Ton von dem Chef, ich habe dann nochmal die Kassenärztliche Vereinigung, mit denen wir zusammenarbeiten. Da sehe ich schon zu, dass ich selbst recherchiere, Accuracy First, also sowieso eine zweite Quelle und immer zu gucken. Wir werden natürlich auch zu Pressekonferenzen eingeladen, ja, da sind Dinge vorbereitet, aber auch da ist es wichtig nachzuhaken, nachzufragen. Genau. Natürlich sind die Leute draußen, gerade durch das World Wide Web, man kann heute Unmut schnell im Netz schreiben, es wird schnell gehatet, es gibt schnell... Aber viel anonym ja auch. Viel anonymer, ne? Genau. Das ist richtig. Deswegen werbe ich dafür, redet miteinander persönlich, aber natürlich auch, das ist wichtig, egal welche Medien das sind, hört beide Seiten oder hört alle Seiten dazu. Weil es ist nicht meine Aufgabe, das zu werten. Ja. Das können Kommentatoren tun. Ich zeige draußen, wie ist die Situation. Genau. Und der Zuschauer ist mündig genug, sich da eine Meinung zu bilden und zu sagen, okay, ich fasse das für mich zusammen und deswegen ist es wichtig, in dem Fall auch Verantwortliche aus der Politik zu hören. Verantwortliche aus der Basis, gerade wenn es um Lokalpolitik geht, der Ortsteilbürgermeister im Ort, der Landrat und natürlich die Leute, die es betrifft. Mhm. Und wenn die sich gehört fühlen und bekommen eine Stimme, und dann kann man auch viele Sachen entkräften und sagen, da seid ihr falsch, da liegt ihr eben so, wir haben das und das rausgegeben und das klingt für euch schön, das habt ihr euch schön gemalt, ist aber nicht so. Und deswegen gehe ich auch mit diesem Begriff ganz offen um. Ja, merkt man auch, wie du darüber berichtest. Ja. Und sage, der ist irgendwo hergekommen. Ja, ja. Es gibt sicherlich für einige Leute Beispiele, wo sie sich nicht ganz repräsentiert gefühlt haben. Aber du kannst ja auch unmöglich alle abbilden. Das ist ja Wahnsinn. Ich versuche es täglich für mich, auch mit Kollegen. Ich gehe auch in meine Redaktion, wenn mich Leute ansprechen draußen und sagen, wir haben hier ein Problem, guckt mal, da wart ihr da und abends wurde das erzählt, hier war es aber so und so. Auch da gibt es Möglichkeit, nochmal eines nachgefragt, was wir auch oft machen, wo wir an einem Thema dranbleiben, was wir dann über ein halbes Jahr begleiten. Was ist eigentlich draus geworden? Wie sieht es da heute eigentlich aus? Und wenn sich Dinge, auch wir sind nicht perfekt, habe ich neulich selbst, wir haben Medien 360G, ist eine tolle Aktion, wo MDR-Journalisten oder internationale Journalisten gerade in Schulen gehen und aufklären, was sind Fake News. Auch wir, uns kann das passieren, dass wir Fehlinformationen, dafür sind wir nicht perfekt, aber da ist eben wichtig, dass man dann auch rehabilitiert und gerade stellt. Und ich denke, damit fährt man ganz gut, aber das Wichtigste ist immer noch miteinander reden. Ja, absolut. Persönlich miteinander sprechen. Ich habe mit vielen Gastronomen gesprochen während der Zeit, ich habe mit vielen Händlern gesprochen und nehme das mit.
Und dann versucht man, irgendwas draus zu machen und dass die sich irgendwo auch abends bei uns im Magazin abgeholt fühlen und wiederfinden. Marc, ich finde es ganz toll, dass du auch so offen drüber sprichst. Vor allem haben wir jetzt mal den Spieß ja umgedreht, ja, weil du normalerweise ja fragst und so weiter. Ich habe schon gemerkt und das war nicht vorbereitet. So. Und ich finde es ganz wichtig, dass man das auch nochmal auch im Raum gibt und das auch mal aus Journalistensicht auch erzählt und den Zuschauern, weil der Zuschauer oft auch gar nicht weiß, da steht dein Name drunter, Bericht von, aber man gar nicht oft auch die Zusammenhänge weiß, was da alles dahinter steckt letztendlich auch. Und deswegen fand ich das nochmal ganz wichtig, dass wir auch mal so ein bisschen aufgeräumt haben und das auch mal so von der anderen Seite beleuchtet, da muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich habe es ja schon angekündigt, wir bleiben beim Thema Fernsehen, wir springen jetzt aber mal zurück, denn ich bin ja hier in der Nähe auf so im nördlichsten Zipfel von Franken, Bayern aufgewachsen und wir haben ja DDR-Fernsehen schon empfangen. Und ich muss sagen, wenn sich das auch ein bisschen komisch anhörte, ich vermisse manche Programme und manche Qualität von damals. Im aktuellen Programm, muss ich dir ganz ehrlich sagen, was das Künstlerische, was das Schauspielerische angeht und auch teilweise wirklich, was die Abwechslung im Programm angeschaut. Ich habe mir neulich mal bei eBay, ich darf es nicht ganz so sagen, alte FF dabei. Das ist, muss man kurz erklären, das war die DDR Fernseh- und Radiozeitschrift. Ja. Und dann habe ich mir mal auch dieses Programmschema angeschaut. Ja. Es gab ja ein erstes und zweites Programm, wie das auch aufeinander abgestimmt war. Und ich muss sagen, manches ist einfach schade, dass es nicht in der jetzigen Zeit, weil es ist total zeitlos und würde manchen Sender heute von der Qualität gut tun. Was ist denn deine erste Fernseherfahrung? Kannst du dich da noch erinnern, was du so rückwirkend als erstes so ein bisschen wahrgenommen hast, auch als Kind? Der Sandmann. Also ganz klassisch. Ganz klassisch, der Sandmann. Wir hatten tolle Kinderserien in der DDR. Brummkreise erinnere ich mich noch, das Spielhaus. Vor allem war das immer, es klingt jetzt wieder ein bisschen plastisch, pädagogisch wertvoll, ist ja heute so ein Ding. Aber ich bin natürlich, was das angeht, ohne Krieg und Co. Und natürlich heißt das heute, ja, ihr habt ja auch Gewehre gehabt und ja, Cowboy-Indianer haben wir auch gespielt. Ja, gut, aber in den Medien blieb das weitgehend raus. Ja. Da waren viele schöne Sachen dabei und ich muss sagen, wir hatten es erst angesprochen, Adi, ganz toller Kollege, mach's mit, mach's nach, mach's besser, eine Sportsendung im Fernsehen für Kinder. Jeden Sonntag 10 Uhr. Da waren so ganz sportliche Wettkämpfe, hat so ein bisschen an Bundesjugendspiele ein bisschen erinnert. Ne? Zwei Schulen treten gegeneinander an, aber bekommen eine Off-Kommentatoren-Unterstützung, als wäre das Olympia. Ja. Ganz wertend, ganz wertschätzend, ganz klasse gemacht und so war das eigentlich auch. Du hast dich, natürlich warst du in einem Sportverein, natürlich hat man sich bewährt als Kind, gar nicht, ganz ohne Frage. Ja. Ich bin auch teilweise nicht böse, dass bei mir der Gameboy, das war die erste Erfahrung, und Sega kamen dann die ersten Konsolenspiele, da war ich dann schon 13, 14. Ich wollte sagen, bei mir auch. Und dann war ich aber auch im Sportverein, ich habe geboxt, dann war ich beim Karate. Das heißt, es wurde mal gezockt, aber das war, wenn schlechtes Wetter war. Also ich gehörte immer, Gott sei Dank, noch zu der Generation, die sich draußen getroffen hat. Wir sind dann auch noch die Generation mit Sendeschluss und Nachmittagstestbild. Ja, okay. Ja, kennst du noch? Genau, natürlich. Muss man mal googeln. Ja. Genau, richtig. Ne? Das kennt man ja heute gar nicht mehr. Das ist schon krass, wie sich das verändert hat. Was waren damals so deine Lieblings-, im späteren Alter, deine Lieblingsserien im DDR-Fernsehen? Weil vor allem, ihr macht ja im MDR, vor allem Samstagmorgen wird ja immer so aufgemacht, eine Schiene, wo eine Nostalgieserie irgendwie läuft. Die Polizeirufe, die alte Polizeirufe, 80er Jahre. Und es ist ja interessant, wenn du im Tatort, wir zeigen auch gleich nochmal einen Ausschnitt, weil du hast ja im Tatort später auch mitgespielt. Wer weiß, wenn die Welt sich anders gedreht hätte, vielleicht würdest du im Polizeiruf heute sein. Zum Beispiel, aber die sind natürlich ein bisschen länger her, das war nicht ganz meine Zeit, ja. Aber Flimmerstunde war zum Beispiel so eine Geschichte. Wir haben dann natürlich aber auch die tschechischen und polnischen, ja. Also das ist ja ostwärts, die haben wir geliebt. Also Pantau, ja, der ja. Mann mit der Melone, genau. Ganz wunderschön. Und meine Lieblingsserie, bin ich ganz ehrlich, die habe ich mir sogar noch mal komplett auf Amazon habe ich mir die, glaube ich, gekauft. Meine Lieblingsserie, bin ich ganz ehrlich, die habe ich mir im Internet noch mal gekauft. Das ist Prinzessin Arabella und Rumborak, okay. Der Rabe. Mega schöne Geschichte. Also okay. Kurz erzählt, es gibt ein Märchenreich und es gibt ein Menschenreich. Ja.
Und Rumborak der Rabe kommt ins Märchenreich und fängt an, das Menschenreich verrückt zu machen. Da gibt es einen Wunschring, den muss man drehen, um ins Märchenreich zu kommen. Und auf einmal werden keine Märchen mehr produziert, die werden umgeschrieben. Die Kinder werden ganz verrückt, weil der Märchenerzähler abends Blödsinn erzählt. Und da steckt natürlich der böse Rumborak dahinter. Phantomas spielt mit in dieser Serie, ja, als Guter. Okay. Und ganz viel Aufsehen um die hübsche Prinzessin Arabella mit, ist glaube ich ein 12, 14, 15 Teiler. Okay. Ganz toll, das mochte ich eben. War aber auch dann in der BRD genauso, sprich, ja, Schwarzwaldklinik. Bin Schwarzwaldklinik-Kind, okay, gebe ich zu. Also ihr habt doch ganz klassisch dann Westfernsehen geschaut. Heute darf ich sagen, damals ein Colt für alle Fälle. Ja, ja, okay. Ich bin ehrlich, der Klassiker. Ein Colt für alle Fälle. Montagabend. Lee Majors. Und wenn's schon losging. Genau. Richtig. Damals habe ich das als Kind nicht so schlimm empfunden, wenn mein Vati zu mir gesagt hat, wenn die im Kindergarten, hau nicht damit auf die große Glocke. Da muss ich kurz einhaken, weil das habe ich schon so oft gehört, dass sie dann auch so gefragt haben, ist bei euch die, ja, Uhr bei den Nachrichten, ist das so eine digitale oder so mit Zeigern? Also so schlimm war es nicht, aber mein Vater hat einfach zu mir gesagt, das ist der, den du nicht kennst. Ja, ja. Und ich habe dann im Kindergarten immer irgendwelche Stuntszenen haben wir gespielt. Das Schöne, da starb ja auch keiner. Da ist keiner totgegangen, wie die Bud Spencer-Filme. Das ist Klamauk, aber da stirbt niemand. Und ich habe dann immer gesagt, ich habe gestern den ich nicht kenne, geguckt. Ja, ja. Heute lache ich drüber, aber der Hintergrund war natürlich alles andere als schön. Ja. Und dennoch muss ich sagen, Medienkonsum zu DDR-Zeiten wenig. Mhm. Da war eben nicht rund um die Uhr das Programm vollgestopft. Und heute noch muss ich sagen, alte Abenteuerfilme, schöne alte Produktionen, immer noch toll anzusehen. Mhm. Ja, sehe ich genauso. Sind auch wirklich zeitlos. Medizin nach Noten war ein so ein Beispiel. Toll. Da habe ich damals mit meiner Mama mitgeturnt. Wir fanden das irgendwie so spektakulär. Vor allem das Konzept, muss man auch noch mal ganz kurz erklären, war eigentlich total simpel, aber oft sind das so diese Erfolgssachen, die einfachen Sachen. Es war einfach eine, das war damals im SEZ, im Sport- und Erholungszentrum in Berlin, hat man das gedreht. Das war eine größere Dreifachturnhalle. Und da haben etwa 40, 50 Menschen. Männer und Frauen. In lustigen Anzügen. Also, mein Gott, also da, was da noch mal alles zum Vorschein kam an Farben, krass. Bei YouTube gibt es ein paar Folgen, ein paar sind hochgeladen, müsst ihr euch anschauen. Und zu westlicher Popmusik, das fand ich ja auch phänomenal, dass man da plötzlich Jennifer Rush hört, wenn man da irgendwie seine Rückenübungen macht. Also da waren schon auch tolle Sachen dabei. Call on Me, wir kennen ja dieses tolle Musikvideo. Ja, genau. Mit der String über die Gymnastikhose waren toll. Aber schön fand ich die Männer, die hatten dann schon modernere, westlichere Jogginganzüge. Kennst du auch noch Baumwolle? Kenn ich auch noch. Im leicht verwaschenen Türkis. Genau, und genau. Heute sagt die Jugend wieder mega, das ist 90er Jahre. Das ist irgendwie alter Style. Ich glaube, Medizin nach Noten war der Zeit einfach voraus, glaube ich. Richtig. Also irgendwie. Und vorne war ein Vorturn. Vorne war, genau. Die lag, und der Klassiker war der. Genau. Ne? Bein hoch und so ging also das. Also war auch schön thematisch abwechselnd. Ein Tag hatte eine Frau vorgeturnt, ein Tag hat ein Mann vorgeturnt. Also wie gesagt, bei YouTube sind so 2, 3 Folgen. Und mein heimlicher Traum ist ja, wir haben ja schon so ein bisschen angefangen, bei wir24.tv wird ja beim Brendl auch ausgestrahlt. Und wir wollen das mal wieder so ein bisschen aktivieren und wir prüfen das gerade, weil das wäre, glaube ich, sensationell und viele würden sich da einfach wieder zurückerinnert fühlen. Und natürlich auch, das war ja damals der Grund auch, warum man das ausgestrahlt hat, man wollte die Bevölkerung auch ein bisschen zur Bewegung wieder motivieren. Ja, ne? Und nicht nur da sportliche Menschen eben anschauen. Ja, interessant. Ich will noch mal kurz auf deine Schauspieltätigkeit, weil wir haben einen kleinen Film vorbereitet. Du wolltest noch was angucken? Genau, weil ich bin sicher, dass es viele auch interessiert, die dich mal in verschiedenen Sachen sehen. Wir sehen einen kleinen Ausschnitt aus einem sehr spannenden Spielfilm, nochmal DDR-Zeit, da spielst du einen Grenzkontrolleur an der Grenze, der darüber entscheidet, ob ein falscher Pass, ob du quasi durchgewunken wird. Genau, Liebe Mauer ist ein Kinofilm, eine Tragikomödie, Felicitas Woll spielt da mit. Ja. Ein ganz toller Film zwischen eine Liebe zwischen einem Grenzer, DDR-Grenzer und ihr, sie ist Studentin in West-Berlin und die lernen sich kennen und lieben und ja, wie zusammenkommen, wenn ich so. Und ich bin quasi als kleine Rolle ein Grenzoffizier zu spielen, der ihre Freundin, die kurz mal ihre Identität annimmt als Ostdeutsche, die in den Westen will, sich mit fremdem Pass versucht durchzuschmuggeln. Und ob sie es schafft, wir können es uns ja mal anschauen. Genau, wir gucken mal, ob sie Glück hat. Wollen Sie das sein hier?
Sie brauchen ein aktuelles Bild. Also, neuen Pass. Hallo. So, lieber Marc, jetzt musst du uns natürlich verraten, ja. Hat sie es geschafft oder nicht? In dem Moment hat sie es geschafft. Sie ist rübergekommen, ich habe sie durchgelassen und der Film hat auch ein Happy End. So viel darf ich verraten. Liebe Mauer, schöner Kinofilm. Okay, wer Lust hat, gibt's im Internet und auch auf DVD, glaube ich. Okay. Du bist ja dann noch mal ganz kurz wegen der Schauspielerei, du bist ja völlig breit aufgestellt. Also du bist doch immer offen für Rollenangebote. Du sagst jetzt nicht, ich habe mich jetzt komplett beim MDR als Moderator oder Reporter. In den letzten Jahren schon vorwiegend. Also 90%, auch als Off-Air-Moderator für die Konrad-Adenauer-Stiftung, für die ich auch viel moderiere, ja. Thema Pflege. Also eben auch hartleibige Themen, wo es auch mal um Sozialkritik geht, wo ich dann wirklich den Finger in die Wunde legen kann. Das ist auch der Vorteil. Du kannst, egal welche Couleur an Parteien dort mit mir sitzen, welche Wissenschaftler, ich darf selbst entscheiden, wo hack ich nach. Mhm. Das ist der Riesenvorteil als Moderator, als wenn du als Gast in eine Talkrunde kommst und genau das, was du vertrittst, vertreten musst. Das finde ich ganz spannend. Ja. Aber es kommt jetzt mal nach einigen Jahren Pause doch wieder eine Filmrolle. Tom Barkal, sehr guter Freund von mir, selbst Schauspieler und ja. Sänger. Mhm. Über mein Management in München, die Olivia Pascal, die ich auch sehr, sehr herzlich grüße mal an dieser Stelle. Hallo Olivia. Der Schwarzwaldklinik übrigens. Die immer schaut, dass alles passt. Den habe ich kennengelernt und sein guter Freund, Regisseur Ömer Pekürek aus Duisburg-Aachen, sehr erfolgreich, dreht einen Western. Und er sagte, ruf den mal an, ich bereite ihn schon mal vor. War eine Riesenresonanz, sagt er beim Casting. Wahnsinn, wie großes Interesse wieder an Western ist. Und das bestimmt nicht erst seit Django Unchained von Quentin Tarantino oder Full Hate Eight. Das sind ja so diese Klassiker. Wo es jetzt wieder losgeht. Ja. Habe ich zu ihm gesagt, super. Und er hat sich meine Sachen angeschaut, gibt mir ein paar Rollenprofile. Und dann geht's jetzt im September nach Aachen und ich bin gespannt. Das kommt auch nicht aus der Mode, dieses Genre, oder? Ja. Finde ich toll. Nein, finde ich toll. Ist zeitlos. Also wir sind gespannt. Danke schon mal, dass du uns da kurzen Einblick drauf gegeben hast. Ich bleib noch bei meinem Film. Gibt es irgendwelche Filme, jetzt wenn man ein bisschen privat oder Songs, die du heimlich liebst, aber dich dafür schämst? Es schaut auch keiner zu. Oh, jetzt aus der Kalten, du. Eigentlich schäme ich mich eigentlich für gar nichts. Also es gibt Liebesschnulzen, es gibt schöne Geschichten. Matchpoint zum Beispiel ist ein absoluter Thriller von Woody Allen. Ja, finde ich absolut stark. Ansonsten, ja, Schnulzen eigentlich nicht. Ich bin ein klassischer King of Queens. Ich bin ein Charlie von Two and a Half Men. Ja. Glaube ich, jedermann. Ja, okay. Und ja, es gibt natürlich die eine Szene, ich gebe das ehrlich zu, Take My Breath Away bei Top Gun. Wo Kelly McGillis, Tom Cruise, gibt es diese eine Nachtszene. Da rollen die Tränen, gebe ich ehrlich zu. Und ich sehe unsere Kamerafrau hier, sogar rot. Schau mal an, und ich habe noch gar nicht hier vorgesungen mit Take My Breath Away. Ja, ja, mein Gott. Einmal mit Motorrad bei Tom Cruise hin drauf sitzen, oder? Denn guck, wir sind ganz verliebt. Es soll niemand merken, dass ich mich in dich verliebt habe. So, ja. Aber auch ein zeitloser Film. Ich kann ihn auch immer wieder anschauen. Kommt jetzt auch eine Nachfolge irgendwie? Wegen Corona ist das endlich verschoben worden. Endlich Top Gun 2 und genau. Er als ganz alter Veteran. Ich bin gespannt. Genau. Ich glaube sogar, der heißt Brandon Beverick nur, der Film, oder? Na, ich weiß gar nicht, aber er macht jüngeren Piloten den Platz frei. Genau. Für mich ist er unerreicht, aber Ed Harris als sein Vorgesetzter kann nur eine tolle Nummer werden. Auf was für Veränderungen hoffst du in der Zukunft? Privat wie vielleicht auch beruflich oder gesellschaftspolitisch? Gibt es irgendwas, was du sagst, da erwartest du eine Veränderung, würdest dich sogar auch bei einer Veränderung darauf freuen? Privat bin ich mega glücklich, darf so bleiben. Ja. Nach 5, 6 Jahren, vor 2 Jahren geheiratet. Jetzt aktuell hat man das Hochzeitstag und ich habe zu ihr gesagt, schön, dass du es jeden Tag mit mir aushältst. Das hätte ich auch nie gedacht. Und ihr macht das öffentlich, weil es einfach, das soll jeder wissen. Ja. Das finde ich ganz stark, denn nur wenn du ein gesundes Backup hast, dann kannst du vorne funktionieren. Genau. Das trägt einen ja letztendlich auch. Ja. Beruflich finde ich wunderbar. Ich harre der Dinge, ich überrasche. Ich werde weiter lokal bleiben. Ich werde auch für meinen Sender unterwegs sein. Vielleicht jetzt auch ein bisschen Richtung Unterhaltung. Ist natürlich mein Steckenpferd, mag ich total. Ja. Erst kürzlich mit Ross Anthony haben wir die Ross Anthony Show aufgezeichnet. Mhm. Da war ich kurz mit ihm auf der Bühne. Das mache ich, glaube ich, auch für den MDR, oder? Richtig, ja, richtig. Ja, eine MDR-Produktion. War ich mit ihm auf der Bühne. Macht irre Spaß. Es macht einfach so einen Spaß, den Leute anzuschauen, die mitzunehmen. Die Musik passte auch.
Also da könnte ich mir auch noch was vorstellen in Zukunft und bleib da einfach gespannt. Ja, und gesellschaftlich, so wie wir es früher auch gemacht haben. Ja. Setzt euch in die Kneipe, trinkt ein Bier und redet drüber. Ja, genau. Wenn ihr ein Problem habt, schaut euch an, sprecht miteinander. Ja. Macht das nicht hintenrum, sondern seid gerade auf und raus und sterbt nicht an Herzdrücken. Und dann gibt es sicherlich auch hier und da eine Lösung. Letzte Frage, gibt es eine aktuell lebende Person, die du privat oder auch kann ja beruflich sein, gerne mal treffen würdest? Fällt mir jetzt spontan niemand ein. Das heißt hier in so einer gemütlichen Runde irgendwie. Ich habe immer gesagt, wenn Thomas Gottschalk noch mal Zeit hat, mache ich gern mal so einen Schnack mit ihm, weil das ist ein großartiger Entertainer. Eine richtige Legende. Mag ich sehr, sehr, sehr. Aber sonst lasse ich mich da überraschen. Gibt es jetzt keinen speziellen. Ich finde ihn auch toll. Mir kommt er auch immer sehr authentisch vor und auch immer sich treu geblieben. Wenn man sich auch mal alte Nassova-Sachen anschaut. Ja. Klar, man merkt eine Entwicklung. Auch man wird ja auch älter und auch diese Lebenserfahrung, die mit reinspielt. Aber vom Moderationsstil her, von dieser Spontanität. Und das ist auch eine Gottesgabe letztendlich. Das kann man, da kann man noch so viele Coachings haben. Ja. Ja. Und wenn er einfach sagt, dein Röckchen ist ein bisschen zu kurz, pass auf, liebe Tina Turner. Wie es auch gesagt, das nimmt ihm keiner übel. Große Bühne, große Geste. Und selbst mit Mike Krüger nach ihren Supernasen und den Filmen, wo er sicherlich heute auch sagt, oh mein Gott, ja, war die Zeit. Ja, haben wir gemacht. Finde ich klasse. Also es gibt nur wenig Menschen, die sich, wo hier der Präsident der Vereinigten Staaten sitzen könnte und hier die Bäckersfrau von nebenan. Und habe ich auch, glaube ich, mal in einem meiner Interviews gesagt, die Geschichten um mich herum, die Lokalität, ob das groß oder klein ist, deswegen ziehe ich oft die Straße dem roten Teppich vor. Okay. Dort trifft man auch interessante Menschen, aber die Kombi ist schön. Ja, ja, dass man nach allen Seiten neugierig und offen bleibt. Der Mix macht's letztendlich. Marc, das war sehr schön. Vielen Dank für die offenen Worte, dass du uns, wie gesagt, auch mal einen Einblick von der anderen Seite gegeben hast. Fand ich ganz toll. Und eine kleine Tradition wird wahr wieder. Der Gast darf mir eine Frage stellen. Du hast somit auch das letzte Wort. Bevor du loslegst, ich bin sicher, dass jetzt der eine oder andere ganz gespannt auch mal zum MDR steppen wird. Du bist im Thüringen-Journal viel zu sehen. Wir haben deine Homepage auch hier beim Brendel eingeblendet. Es gibt auch über deinen Namen bei der Lupe bei YouTube auch einige Ausschnitte zu finden und so weiter. Also wie gesagt, da gibt es alle Infos, wenn ihr mehr über den Marc wissen wollt, könnt ihr euch da nochmal quasi schwarz auf weiß reinziehen. So, jetzt ist aber das Wort an dir. Vielen Dank, hast du schön gemacht. Soll ich das Ganze dann auch abmoderieren oder übergebe ich das? Das übernehme ich noch ganz kurz. Das übernimmt er noch selbst. Oder wir stoßen noch zusammen dann an. Gut, so machen wir das. Ja, der liebe Herr Brendel, eigentlich bist du ja in Westdeutschland aufgewachsen. Ja. Und wenn ich höre, dass du DDR-Fernsehen dich dafür interessierst, könnte ich sagen, bist du jetzt ja fast assimiliert. Ach. So nennen wir das immer. Wo fühlst du dich jetzt mehr zu Hause? Gibt's das für dich überhaupt noch? Du bist ja nun auch in den 70er Jahren geboren. Ja. Gibt's das für dich noch? Oder sagst du, Mensch? Also es ist schon, das Witzige ist ja, ich finde ja so zwischen Thüringen und Franken gibt es gar nicht so viele Unterschiede. Witzigerweise ja auch viele kleine Ortschaften, die haben sogar einigermaßen den gleichen Dialekt. Mhm. Und ich würde wieder sagen, ich finde mich auch so in der Mitte des Lebens und auch in der Mitte von Deutschland ist so meine Heimat. Muss ich auch wirklich sagen. Ich mag München, ich bin beruflich auch viel in München. Aber ich muss echt sagen, wenn ich hier diese A71 reinfahre, dann atme ich durch. Und die Luft ist so sensationell und man schläft so gut hier. Und die Leute, muss ich leider auch sagen, sind etwas entspannter. Es gibt ja Gemeinsamkeiten. Ja. Also zwischen der Rhön, also die Südthüringer, die Thüringer und auch bei euch dann die Grenze, Melrichstadt, was dann so oben Franken ist. Ihr könnt es aber super wurscht. Genau. Also von daher, die Gastlichkeit ist hüben wie drüben zu Hause und ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Deswegen haben wir, glaube ich, auch von Anfang an gut harmoniert, obwohl wir uns überhaupt nicht kannten. Aber da war gleich auch so eine Grundsympathie da. Das fand ich sehr sympathisch irgendwie. Darauf stoße ich an. Hat mir auch sehr gefallen. Vielen Dank nochmal. Danke fürs Kommen. Bei euch zu Hause, danke schön wieder mal fürs Einschalten. Die nächste Ausgabe folgt bald. Wie immer vielen Dank auch das Team, das ihr leider noch nicht seht. Da machen wir mal ein Special irgendwann, ohne die das gar nicht möglich wäre. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus, passt auf euch auf. Ciao.